Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Wir starten gleich rein in das Video von Barello, denn er hat Nabil in das Boot geholt. Die hatten ja Beef gemeinsam, jetzt sind sie wieder Freunde. Und Nabil Kid, beziehungsweise Nabil, hat, glaube ich, sehr viel zu sagen, speziell über Mois, weil er auch mit ihm sehr viel zu tun hatte. Ich glaube, der eine oder andere kennt Nabil schon. Und deshalb, meine lieben Damen und Herren, gehen wir gleich rein. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat, wie gesagt. Und ja, los geht's, oder? Assalamu alaikum. Erstmal das Video liken, kommentieren, folgen und dann reinziehen. Na, Neville? Wie ihr wollt. Ja. So, meine Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt zu einem sehr interessanten Thema. Mein Bruder Barello hat mich hier eingeladen. Und ja, es geht um Thema. Guck mal, Leute, direkt kriege ich Anrufe. Deswegen. Sehr professionell, Bruder. Sehr professionell. Gleich am Anfang Anrufe, ne? Einfach nicht rangehen, ne? Der ist doch schon auf Flugmodus. Geh mal her. So, bevor wir anfangen, oder was? Ja, nicht, dass du damit dein Diano gewissen hast. Nein. Das hab ich nicht gemacht. Let's go. Was geht ab? So, wie fangen wir am besten an? Willst du mir die Fragen stellen oder sollen wir ja, einfach so? Nee, ich stelle die Fragen. Also soll ich mit Mikrofon so mäßig oder? Wie du magst, weiß ich nicht. Nimmst du auch wirklich auf? Naja, hier nicht, aber nur damit. Ja, dann nein. Guck mal, Nebel. Ja. Du weißt schon, ne, letzter Zeit und so, also Mois und so, ne? Die Geschichte. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich kann nur davon reden, was ich mitbekommen habe. Und ich glaube, das. Übrigens, Freunde, ich habe Nabil geschrieben gehabt auf Instagram, also wir haben auch Kontakt gehabt, bisschen so, ein bisschen geredet, dies, das. Und ich habe ihn ein bisschen gefragt über Mois und er hat mir gesagt, ich habe keine Meinung, ich will mich nicht äußern darüber, dies, das, anderes. Jetzt auf einmal sehe ich, er packt aus anscheinend über Mois, wo ich mir denke, okay, keine Ahnung, Digga. Dürfte viele interessieren. Am besten stellen wir einfach Fragen. Kann ich die Fragen stellen? Ja, kannst du gerne machen. Guck mal, du kennst ihn lange, ne? Und du hast mit denen auch früher viele Sachen zu tun gehabt und so, ne? Geld genau. Verdient, dies ja. Und das. Denkst du, der ist wirklich so broke und hat 100.000 oder so? Ehrlich. Guck mal, ich sag dir offen, wie ich das mitbekommen habe. So, was ich mitbekommen habe, ist, also der Chino. Chino heißt er? Ja. Heißt er so? Genau. Chino. Der Chino hat sich hingesetzt und hat ein Statement abgegeben. Ja. Zu deren gemeinsamen Zeit. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht dabei gewesen bin. Mhm. Aber das ist, was ich sagen kann, ist das nur, was ich mitbekomme. Hi, ich bin Paul. Oha, Bruder, ja. wie schnell kann man denn bitte Werbung einpacken, Digga? Das war nicht mal ein, zwei Minuten vom Video. Läuft bei Barello, wirklich, läuft bei seinem Kanal, Bruder. Algorithmus kickt aber richtig. Hat eigentlich nichts mit Algorithmus zu tun, aber egal. Wohl ein Pakt miteinander hatten, dass die Spendengelder, die auf dem PayPal kommen, ja, damit sollen Geräte gekauft werden. Weil Mois hat ja immer, willst du ein iPad oder anderer doppelt. Das, also mit dem Geld sollte was gekauft werden, also die ganzen Geräte und so. Mhm. Und der Chino sollte das Geld, was sie spenden, in bar geben. In bar? Genau. Ja. Damit, weil es wohl schwierig ist, in die Türkei Gelder auszuzahlen. Aha. Ich weiß nicht, wie das ist. Also ich kann da nicht genau was zu sagen. Ich sag dir nur das, was ich mitbekommen habe und ja, das ist halt das Thema so, dass Chino sich, glaube ich, darum kümmern sollte, wenn ich nicht liege. Stimmt oder nicht? Stimmt. Ja, aber wie kommt der, warum kommt so, der einfach und dreht ein Video über Mois? Die hatten die Streit und warum hat er das nicht davor gemacht, sondern erst jetzt? Das macht auch schon. Dazu kann ich leider, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, warum der jetzt auf einmal ein Video gemacht hat. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es zu einem Treffen kam. Aha. Nach dem Video und dass Chino meiner Meinung nach, glaube ich, alle Videos runtergenommen hat. Mhm. Also das war die Abmachung und in dem Gespräch ging es wohl darum, dass Mois, also das ist irgendwie andersrum, dass Chino Mois Geld schuldet. Ah, weil okay. Die hatten ein gemeinsames Projekt, die haben eine App auf den Markt gebracht, wo die zur Hälfte beteiligt waren. Spaghetti Break, ja. Spaghetti Break. Mhm. Und Mois Vereinbarung war, dass er die Videos hochlädt und dafür halt Geld kriegt. Aber am Anfang war kein Geld da. Ja. Und die App hat wohl so viel Geld generiert, dass Mois auf einmal der Meinung war, dass Chino ihm Geld schuldet. Ah, weil die Videos waren kostenaufwendig. Mhm. Und so wie ich mitbekommen habe, geht es um eine sehr hohe Summe, um 500.000 genau zu sein, die Chino auf einmal Mois schuldet. Und deswegen kam es zum Treffen. Ja. Haben sich zusammen hingesetzt, der Vater von Chino hat sich eingemischt. Aha.
und hat ihnen zugesagt sozusagen. Ja. Also er hat ihnen gesagt, okay, guck mal, so, wir wollen keinen Ärger mit euch haben, aha, wir wollen einfach, dass das aufgeklärt wird. Mois hat wohl alles dokumentiert. Aber einmal, dass ich kurz ehrlich zu euch bin, ich habe das gar nicht gewusst, dass es wirklich zu diesem Treffen kam. Also Nabil behauptet anscheinend, es ist wirklich, wirklich, wirklich zu diesem Treffen gekommen, zwischen Jeno und Mois, und die Abmachung ist, er soll alle Videos runternehmen. Ich habe, glaube ich, euch im vorletzten Video gesagt von mir, dass Mois mittlerweile starken Rücken hat. Also ich habe einen Bekannten, der mit Mois sehr viel zu tun hatte, der schreibt mir intensiv privat und der hat mir einiges ausgepackt, der hat mir auch Privatfotos von ihm und Mois geschickt, das heißt als sozusagen als Beweis, dass er Kontakt hatte mit Mois oder gut ist mit Mois. Die Sache ist die, Freunde, dass Mois, wie gesagt, einen starken Rücken hat. Bedeutet, da gibt es kein A oder B, sondern wenn er dir sagt, du nimmst die Videos jetzt runter, dann solltest du sie auch runternehmen. Das hört sich jetzt irgendwie so kacke an, aber wenn du sie nicht runternimmst, dann begibst du dich in Gefahr und dann legst du dich mit Leuten an, wo du dir denkst, ach, kack drauf, Digga, dann nehme ich sie einfach runter, versteht ihr? Und ich glaube, bei Shano war es genauso. Aber ich glaube, Nabil selber, ich weiß nicht, ich glaube, der hatte jetzt die letzte Zeit gar nichts mehr mit Mois zu tun. Dass er jetzt auspackt gegenüber Mois, ist für mich so ein bisschen komisch, weil der, ob der was weiß von Mois, ist die Frage, ne? Weil jeder ist dann seinen Weg gegangen nach dem Mikrofon-Klauen und nach diesem ganzen Skandal, ne? Alles nachweisen, ich glaube, der wollte pro Video 5.000 Euro. Aha. Und bist du wahnsinnig, 5.000 Euro pro Video, Digga. Wir haben, glaube ich, über 100 Videos hochgeladen. Ja. Auf TikTok, Instagram und jegliche Plattformen. Und Mois war der Meinung, noch Geld von ihnen zu kriegen. Und die haben sich auf ein Treffen geeinigt. Und dann sollte es beim zweiten Treffen zu einem gemeinsamen Video kommen, wo die das aufklären. Und der Shino hat zugesagt. Und daraufhin ist Mois nach Hamburg gefahren. Mhm. Und die sollten sich in meinem besagten Hotel treffen. Mois ist reingegangen, hat sich hingesetzt und dann ist das SLK reingekommen. Boah. Das ist die. Ja, ich glaub das nicht, Digga. Ich glaub das nicht, dass es zu diesem Polizei- und Sec-Einsatz kam. Ich weiß nicht, ich glaub das nicht, Digga. Auch dieses Beweisvideo da, was ein Polizeiwagen, wo man draußen sieht, vor so einem Hotel, Digga. Ich weiß nicht. Ist er reingekommen und hat ihn festgenommen. Und so, meines Wissens ist Mois momentan befindet sich in U-Haft. Okay. Ja, aber. Macht er die Storys? Die Storys macht sein Management, das macht er nicht selber. Macht er nicht selber? Nein. Ah, und wer ist sein Management? Das weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, Familienangehörige. Ja. Okay, Nabil. Ja, das ist genau das, was mir der Bekannte auch gesagt hat, dass anscheinend die Familienangehörigen von ihm das Ganze gerade machen. Eine Frage. Was ist dieses Thema mit 4Bro und mit Mois? Das Thema 4Bro und Mois. Ich glaube, dass momentan Mois sich in einer sehr schweren Phase befindet. Ich glaube, dass momentan nicht alles rund bei ihm läuft. Es hat schon damals angefangen, wo wir gemeinsam was miteinander zu tun hatten. Mhm. Es sind sehr viele Ereignisse passiert, die seinem Leben nicht gut getan haben. Darunter auch der Einbruch und viele andere Sachen. Ja. Wo ich leider Gottes beschuldigt wurde, wo bis heute keine Entschuldigung kam, obwohl man weiß, wer es gewesen ist. Aber das spielt ja jetzt keine Sache. Ich glaube, der hat viele Schicksalsschläge erlebt in den letzten 1-2 Jahre. Und dadurch hat er auch, glaube ich, psychisch sehr gelitten. Und das sehen die Leute, das kriegen die Leute auch mit. Und zum Thema 4Bro, ich hab's, so wie ich jetzt auch so mitbekommen habe, ist Mois da hingegangen und man hat sich geeinigt, dass der Chef von 4Bro hat gesehen, dass er in keiner einfachen Lage. Hast du Ziele, Wünsche? Digga, Barello, was läuft bei deinem Kanal, Bruder? Das ist ja stabil, Mann. Stabil, ich gönn dir. Und hat ihn sozusagen aufgenommen. Hat ihm die Räumlichkeiten von 4Bro geboten und als im Gegenzug sollte er die Marke promoten. Aber 4Bro gehört jetzt nicht Mois. Nein. Das alles. Nein. Also der hat absolut, da gibt's keinen. Also ich kenne den Chef, ist auch ein. Also hat er ihn nun geschadet jetzt? Was heißt ihm geschadet? Also das ist wie man sieht, die Intention von 4Bro war natürlich die Marke nochmal nach vorne zu pushen. Ja.
Und deswegen war das so ein Marketing-Move, würde ich mal sagen. Und ja, es ist, das ist logisch, das ist logisch. Mir war auch klar von Anfang an, dass Mois nichts mit 4Bro zu tun hat, dass er jetzt nicht, wie soll ich sagen, jetzt der Inhaber von 4Bro ist oder jetzt Millionen-Deal hat. Das alles war natürlich fake, aber dass er den, dass er sozusagen 4Bro promotet, so pusht, versteht ihr? Dafür im Gegenzug halt natürlich dann, dass 4Bro eben irgendetwas gönnt, eine Unterstützung gibt, irgendwie so Räumlichkeiten, genau. Aber dafür, dass Mois seine Reichweite dafür nutzt, 4Bro zu promoten, was er auch intensiv getan hat, ne? Ist wohl nach hinten losgegangen, weil keiner damit gerechnet hat, dass jetzt so ein Shitstorm auf Mois kommen wird und darunter leidet natürlich auch die Firma. Also denkst du. Ja, das stimmt auch wieder. Mittlerweile hört man ja gar nichts mehr von 4Bro und Mois und gar keine Story mehr mit den beiden und mit der Firma. Es ist jetzt irgendwie so vorbei, ne? Also, was denkst du so? Haben die Minus jetzt gemacht? Weil. Nach diese Shitstorm und was so. Was heißt Minus? Also ich glaube, keiner Firma tut es gut, wenn du jetzt als normaler Konsument vor die Kamera, also hinter der Kamera und du siehst auf einmal, Mois gehört die Firma und dann mitkriegst, dass Geld weggekommen ist, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, sei dahingestellt. Was also, denkst du, was denkst du? Was denn? Ist die Wahrheit? Also denkst du, das Geld für sich selber behalten oder? Ehrlich, guck mal, du kennst mal, ich rede offen und ich... Das ist eine sehr, sehr harte Anschuldigung. Verstehst du? Weil wer sowas von. Weil. Er ist ja mit einer guten Intention, hat er das den Leuten verkauft. Ja, und wer sowas macht, Bruder, ich bin der Meinung, dass Gott alles sieht. Und jeder seine Gerechtigkeit. Das Ding ist, bei sowas, ne? Da gibt es keinen Vertrag. Ich hab da gegeben. Ja, das macht so. Das ist das. Und er kann das nicht irgendwie nachweisen. Ja, die Leute, die mögen ihn ja auch irgendwo und haben auch dementsprechend gespendet. Ja, verstehst klar, du? Klar. Und wenn weil hätte ich sowas gemacht, wir würden niemals das spenden. Ja, ordentlich, oder? Alles gut. Barello und Nabil geben offiziell zu, dass wenn sie so einen Spendenaufruf machen, niemals Spenden bekommen. Bruder, ich hänge mich an euch dran, ne? Guck mal, das, was zählt, ist das, was man im Herzen mit sich trägt. Verstehst du? Und wenn ich jetzt da gespendet hätte und würde mitkriegen, der Typ hat das geklaut, ich würde ihn über alles hassen. Weil ich wollte eine gute Tat machen und ich selber bin momentan nicht in der Lage. Eine Sache ist safe, du hast dort nicht gespendet. Nein. Okay. Ja. Also okay. Ich bin immer sowieso sehr skeptisch, was so Social Media Spenden angeht. Ja, ne? Lieber es einfach. Es ist ein gefährliches Thema. Es gibt viele. Ich habe genauso Angst bei irgendwelchen Links, die Leute sagen, ey, Elsa oder Elsa. Meiner Meinung nach, ich kenne so ein, zwei gute Organisationen, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich auch selber mitgewirkt habe. Und ich bin der Meinung, weil die das schon jahrelang machen, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Welche? Help Dunia. Ja, kenne ich. Das ist meiner Meinung nach eine schöne Organisation. Oder ein Freund von mir, Marc Gebauer. Der mit Uhren? Der mit dem Uhrenverkauf. Ja, also bei ihm bin ich mir auch zu 100% sicher, weil ich sehe, wie er hinter den Projekten steht und der geht immer. Was denkst du, wie er Multimillionär geworden ist? Oder ich sag dir offensichtlich, der. Das haben wir schon wieder Fitner macht, Kollege. Barille bleibt immer derselbe. Der Typ hat ein sehr, sehr gutes Netzwerk und ich habe ehrlich wenige in der Szene kennengelernt, die so ein sauberes Herz haben. Aber was Mois und so angeht, ne? Was denkst du, was er jetzt machen wird? Er kommt von. Guck mal, also an erster Stelle, das ist schon eine große Sache. Natürlich. Guck mal, du wirst ein Haftrichter vorgeführt. Ja, genau. Guck mal, du kommst erstmal in Gewahrsam, du wirst ein Haftrichter vorgeführt. Und der Haftrichter entscheidet darüber, ob du raus darfst oder nicht. Ich weiß nicht, ob er momentan Wohnsitz in Deutschland hat. Ah, der hat sich hier abgemeldet. Ja, guck mal, angemeldet. Wenn du keinen Wohnsitz in Deutschland hast und in U-Haft bist, die lassen dich nicht raus. Nee. Weil eine Fluchtgefahr besteht. Die werden dich abschieben. Verstehst du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, das, weil bevor eine Verurteilung kommt, wird er nicht freikommen. Aber kann es sein, wegen dieser Shitstorm und so, ne? Tut er nur so und vielleicht ist er gar nicht. Nein. Also ich habe aus richtiger erster Handquelle, oder? Aha. Beste Haschisch. Okay. Nein, also ohne Spaß, ich habe wirklich, also das ist kein Spaß. Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Und ich bin auch, also Gott bewahre, weil der Typ hat auch Kinder und das ist, also ich wünsche niemandem, nicht mal meinen schlimmsten Feind wünsche ich den Knast. Weil ich weiß, wie es ist, im Knast zu sitzen und ich weiß, das ist einfach verschwendete Zeit und du kannst einfach in der Außenwelt, du kannst nichts bewegen, verstehst du? Und jetzt. Digga, ich pack mein Leben nicht, Mann. Wie oft denn noch? Bruder, der Barello hat aber richtig Management auseinandergenommen, Bruder. Sind die Hände gebunden, erst recht in U-Haft. Wenn du in Strafhaft sitzt. Aber das geht höchstens 2 Wochen, Bruder.
Wer sagt das? Ich weiß, ich kenne mich aus. 2 Wochen. Entweder weg oder. Nein, er muss aus den 2 Wochen, Bruder. Wenn er erzählt dir, Bruder, guck mal. Er ist jetzt. Du kommst erstmal in eine PG. Ja. Du wirst erstmal direkt ein Haftrichter. Du darfst maximal, also ich glaube, soweit ich weiß, 24 Stunden nur in eine PG sitzen. Mhm. Dann wirst du ein Haftrichter vorgeführt. Ja. Er entscheidet, gehst du jetzt raus oder nicht. Diese 24 Stunden sind schon mal weg. Ja. Das heißt, er ist jetzt irgendwo im Knast, in der Urhaft. Mhm. Und dann kann er einen Antrag stellen auf Haftprüfung. Mhm. Dann wird er wieder ein Richter vorgeführt und er sagt nochmal ja oder nein. Und er kann diesen Antrag, glaube ich, nach einem Monat wieder stellen. Ah, okay. Verstehst du? Ja. Und guck mal, die Sache ist so ernst, dass sie ihn sofort mitgenommen haben. Und ich weiß nicht, was er, so wie ich gehört habe, der Typ hat gesagt, ey, das sind Leute, die sind bewaffnet, die warten auf mich, die bedrohen mich. Aber warum ist er da hingegangen, einfach so? Also, es muss irgendwas vorliegen. Was heißt da, er ist bewaffnet und keine Ahnung was? Es klärt mich auf in den Kommentaren. Also, Sheno behauptet, Moises mit Leuten, die bewaffnet sind. Polizei kommt, nimmt Moises in Haft. Wir gehen jetzt von diesen Aussagen aus, die behaupten, okay? Dann wird doch kontrolliert, ob da wirklich Waffen waren oder nicht. Und wenn wirklich Waffen da waren, ja, dann ist natürlich klar, dass da Probleme sind. Ne? Aber dann müsste auch irgendwo ein Bericht oder eine Presse, irgendwas da stehen, ne? Dass da vor dem Hotel da bewaffnete Leute zu sehen waren und dies und das. Polizeieinsatz, egal was, das aber nicht, das gibt's nicht, das haben wir gar nicht gelesen. Ne? Aber nicht nur das, die zweite Sache ist die, ich glaube das nicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich so misstrauisch, vielleicht, ich weiß es nicht, aber meiner Meinung nach, ich habe das Gefühl, das Ganze ist irgendwie so ein Promo-Dings und heute soll ja ein Statement online kommen von Mois, ne? Also das Statement hat das preisgegeben. Soll jetzt dieses Statement auch ohne Mois stattfinden oder wie? Soll jetzt das Statement alleine von einem Manager oder von einem Bekannten oder von einem Familienmitglied von Mois gemacht werden oder wie? Macht auch keinen Sinn. So ein Statement sollte eigentlich vom Mois persönlich gemacht werden. Aber ich bin wie gesagt gespannt. Ich bin noch misstrauisch, versteht mich nicht falsch. Ich glaube dem Ganzen eher so weniger, aber heißt nicht, dass es nicht stimmt. Kann auch sein, dass das Ganze wirklich ist und er gefangen genommen wurde, aber... Wie gesagt, ich glaube das Ganze. Ihr habt auch gesehen, ich habe da ein Video extra dazu gemacht mit Thema U-Haft und das ist alles nicht echt, Digga. Ja, guck mal, ich erkläre es dir. Das war schon geplant. Das war, guck mal, das war, du musst dir vorstellen, jetzt, wir haben jetzt irgendeinen Streit miteinander. Wir treffen uns, ich sage zu dir, ey, Barello, so und so, du musst mir das und das bringen. Und sagst zu mir, und dein Vater ist mit dir. Ja. Dein Vater sagt zu mir, ey, alles gut, bitte, wir wollen keinen Stress, wir wollen, dass alles geklärt ist. Wir einigen uns auf den Tag, du holst mich dahin, schaut, dass du kommst, kommt die Polizei und nimmt mich mit. Und du erzählst der Polizei, ey, der sitzt da bewaffnet und dies und das. Und wer nichts zu befürchten hat, verstehst du, was ich meine? Ja, er wollte dieses Video vermeiden und das Geld, ich weiß nicht, ob die es haben oder nicht. Ich habe gehört, der Vater, denen geht es nicht schlecht. Ja. Ist eine wohlhabende Familie. Mhm. Und ja, die haben den einfach in der Falle gelockt. Aber warum passiert letzter Zeit bei Mois so viele Sachen, ja, irgendwie? Ja, das ist, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann richtig, würde ich mal sagen. Und ich weiß nicht, das ist einfach alles aufeinander so. Es gibt manchmal manche Momente im Leben, du hast eine Person, du wartest nur drauf, bis es ihnen schlecht geht und dann, ich weiß nicht, guck mal, du hast es ja selber erlebt. Ja. Wo du in deiner Prime-Zeit warst, genau, auf TikTok. Genau. Jeder Bruder, bitte komm mit mir live und dies und das. Genau, und genau. Und dann, wo jetzt du Shitstorm kurz hattest, ja. Wo du gesperrt, wie viele haben über dich geredet? Wallah. Hast du recht. Rufen die Leute dich noch an, die dich früher jeden Tag angerufen haben? Ja, gar nicht, wallah. Verstehst du was schon? Ja, mein Handy ist gleich, ich denke. Und er hat immer noch dieselbe Nummer, die schon geleakt wurde. Wallah. Ja, aber das ist traurig. Also gut, dass sie das angesprochen haben. Hat jetzt nichts mit Barello selber zu tun, aber das ist der Beweis, was das Internet ist. Ja, das Internet ist immer so, wenn du Hype hast, wenn du Beliebtheit hast, wenn die Leute sehen, du hast Klicks, du hast Fame, du hast Leute, dann die lassen dich nicht in Ruhe. So, das ist so, wie als würdest du eine Schule Kaugummis haben. Die Leute laufen dich zu, ich will Kaugummis. Hast du aber die Kaugummis leer oder hast du keinen Hype, dann vergessen sie dich. Dann haben die kein Interesse an dich. Und das ist sehr, sehr traurig, weil die vergessen den Menschen hinter der ganzen Sache. Es geht immer nur um die Zahlen, um die Klicks, um den Fame. Es geht immer um dasselbe. Das ist immer so traurig. Es ist gut, dass es angesprochen wurde und gut, dass es Barello auch durchgemacht hat. Er hat selber mitbekommen, er hatte eine Prime-Zeit. Da hat er, glaube ich, auch mit Capio und mit Mero, mit alle live, war er live. Jetzt mittlerweile, man hört ja kaum etwas von ihm und dies und das. Und das ist der größte Beweis. So dieses, jeder hat mal diesen Höhenflug und jeder fällt mal runter. Aber manchmal sollte man nicht vergessen, welcher Mensch hinter dem Ganzen steckt. Also kackt mal auf diese Zahlen. Das ist nicht so wichtig, Digga. Sollte er rauskommen. Genau. Sollte er rauskommen. Ja. Was denkst du, was er macht mit? Weil guck mal, er kommt raus. Ja. Er kommt raus. Er ist nicht mehr Knast oder Haft oder was auch immer.
Aber die... Guck mal, ich glaube, die Intention von ihm war einfach, er hat ja schon alles in der Hand gehabt. So. Ja. Er wusste auch schon, also wo es hingeht. Genau. Aber er wollte es perfekt machen, verstehst du? Er wollte mit den Typen, der gegen ihn geschossen hat, wollte er die Leute aufklären. Mhm. Und wo ist das ganze Geld hin? Wo ist, verstehst du, was ich meine? Ja. Was hat Mois noch zu kriegen? Genau. Verstehst du? Genau, genau. Und, aber warum sagt jetzt mal Estro in einer Story, Bruder, dass er gedroht wird? Von meiner Seite, ne? Kann ich ehrlich sagen. Ich finde mal, Estro ist auch irgendwie voll scheinheilig und so und schießt gegen den mehr als man machen sollte und so. Nein, aber guck mal, das Ding ist, was das Thema Maestro angeht, so wie ich mitbekommen habe, hat er auch daraufhin direkt eine Story gepostet, dass es irgendwie ein Missverständnis war. Verstehst du? Ja, genau. Es haben sich irgendwelche Leute gemeldet. Also ich weiß nicht, zu dem Thema kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht weiß, was intern abgegangen ist. Aber das, was ich weiß, ist, dass Maestro eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben wird. Und ich weiß nicht, wer ihn von Mois geschrieben hat, aber die wollen natürlich die Leute zu sich ziehen. Die wollen zeigen, dass, wenn du zum Beispiel mal Freund... Ja, das Management hat Mois Maestro geschrieben. Also er hat auch Screenshots geschickt und gesagt, guckt mal das Management von Mois, wie die reden, was sie machen. Du bist im Knast, oder? Ja. Verstehst du? Ja. Dann versuche ich anderen Leuten zu schreiben, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die mit dir im Kontakt waren. Ey, guck mal, du hast doch mitbekommen, so und so, und der Junge ist im Hack. Ja. Kannst du dich nicht dazu äußern? Und ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Vielleicht sind die dann gegangen, ey, du musst dich dazu äußern, sonst... Aber wenn Maestro, ne, so, weil er tut, also, was heißt er tut, vielleicht ist er gläubig und so, ne? Warum, also, er konnte früher ein Statement gegen ihn machen. Warum macht er jetzt nicht ein Statement? Guck mal, er steht im Hack, weil... Guck mal, man darf doch nicht einfach so einen Bruder lassen und so, weißt du? Ja, okay, du darfst einfach nicht einen Bruder lassen, aber die Frage ist, was hast du mit dem Bruder alles erlebt? Verstehst du? War es jemals dein Bruder gewesen? Ja schon, aber wenn du siehst, es wird einem so Unrecht angetan, da muss man sich einmischen. Okay, aber jetzt habe ich eine Frage, guck mal. Digga, Barello, Bruder, das kann doch nicht sein, Mann. Ist es jetzt die vierte oder fünfte Werbung innerhalb von 10 Minuten, Bruder? Oder 15 Minuten, das ist schon... Boah, Digga, das ist ja vollgepackt mit, jahrelang Unrecht getan. Ja, ja. Und er kann sich jetzt dazu äußern, aber er hat mit dem Thema abgeschlossen. Er will einfach nichts damit zu... Er hat seinen Seelenfrieden. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Wenn er sich zu seinen Sachen nicht geäußert hat, warum soll er sich jetzt zu der Thematik äußern? Ja, da hast du auch recht, ne? Aber diese Story und so, ne? Dann weiß er schon, wenn er so eine Story macht wegen Drohnen und so, dann hätte er das wenigstens so einfach unterlassen und so, ne? Damit er nicht noch mehr Shitstorm kriegt. Weil jetzt denken die Leute, boah, er droht noch den, damit er auf seiner Seite steht. Ja, weil die Leute verstehen das falsch. Nein, natürlich. Und das auch falsch vom Maestro. Was heißt falsch, Bruder? Er schützt sich ja irgendwo. Verstehst du? Vielleicht hat er keine Leute, die hinter ihm stehen. Und vielleicht ist die. Und indem du Story postest, schützt du dich selber. Ja, du schützt dich, Bruder. Du machst die Leute darauf aufmerksam. Kann sein, ich werde irgendwann gefickt. Ja. Bitte helfen Sie mir. Bruder, da kann man direkt zur Polizei gehen und nicht auf Story. Das ja, aber Bruder. Das ist einfach. Ja, das, ich kann jetzt nicht hinter dir. Ich glaube, also was ich denke, er hat ein bisschen so. Er mag den Mois nicht. Und natürlich nicht, Bruder. Der dachte sich so, egal, ich nehme den noch ein bisschen auseinander mit dem, mit dieser Story und so. Bruder, ihm wurde ja auch viel Unrechtes getan. Verstehst ja, du? Ja, früher, Zeit? Bruder, das wurde geklärt danach. Wurde nicht geklärt, Bruder. Bruder, er hat Statement gemacht, die haben Kehl gemacht. Ja, die haben Kehl gemacht, aber es wurde gesagt, ja, ich werde dir dein Geld geben, was dir zusteht. Und ich weiß nicht, ob der Geld erhalten hat. Okay. Ja. Viele sagen, er hat den kein Geld gegeben, den kein Geld gegeben. Bruder, Mois ist so reich, er gibt den Leuten auf Straße 1000, 2000, 3000. Ja, warum sollte er so nicht angewiesen von diesem Geld von den Leuten? Er ist nicht angewiesen. Bruder, was soll ich dir sagen? Also, was willst du wissen so? Also, wenn so, ja, was ist das Wissen von mir so? Wir stoppen mal bis dahin, wir sind genau in der Mitte, Freunde, von dem Video. Wenn ihr Bock darauf habt, dass wir weiter auf das restliche Video reagieren, Bruder, ich sehe aus wie der größte Kackhaufen. Wenn ihr Bock darauf habt, dass wir auf das restliche Video reagieren, dann lasst einen Daumen nach oben da vorne, dann weiß ich Bescheid, dann kommt die Fortsetzung im nächsten Video. Ansonsten war es von mir, meine lieben Freunde. Ich bin gespannt, was noch gesagt und über was noch geredet wird. Ich finde, Nabil redet eigentlich sehr, sehr erwachsen, sehr, sehr neutral bei der ganzen Thematik, sehr, sehr cool. Ich finde auch die Zusammenarbeit mit den beiden sehr, sehr cool, weil Barello fragt sehr, sehr viel auch detailliert. Er mag dieses Fitnerfragen und Nabil geht auch die ganze Sache sehr, sehr reif an. Ich finde das gut. Schreibt mir das unbedingt in den Kommentaren, was ihr dazu hält, von dem, was gesagt wurde. Ich bin gespannt, wie gesagt, von dem heutigen Statement. Ansonsten war es von mir. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder mal heißt. Egyptian ist Peace.